Der, der aufstehen will, steht auf. Der, der sitzen will, der sitzt. Genau, Brille weg. So, und dann dürft ihr mal die Augen schließen. Und mal tief einatmen, kurz die Luft anhalten und dann so mit einem Seufzer rauslassen. Und nochmal tief einatmen und mit einem Seufzer aus. Und noch ein einziges Mal zum Schluss tief einatmen, kurz anhalten und loslassen. Sehr gut. Fokussiert euch mal auf euer Herz und seht diesen Kristallekugel, die um euer Herz aus Energie geformt ist. Und jetzt nehmt ihr diese Kristallkugel und geht mit dieser Kristallkugel nach unten, eure Beine hinab, bis zu den Füßen, die am Boden stehen, und geht weiter mit dieser Kristallkugel in die Erde hinein, nach unten, nach unten, nach unten, bis ihr mit der Kristallkugel in der Mitte der Erde angekommen seid. Und dort laden wir die Kristallkugel nochmal auf mit der warmen Urvertrauens-Mutter, Urmutter-Energie der Mutter Erde, der Geborgenheit und der Sicherheit und nehmen die Kristallkugel wieder nach oben, raus aus der Erde an die Oberfläche, geht wieder durch eure Beine hindurch, weiter nach oben, durchs Herz, am Herz vorbei, durch den Hals, durch den Kopf, aus dem Kopf heraus, weiter nach oben, aus eurem Gebäude heraus, in die Wolken, durch die Wolken hindurch, über den Wolken sind vielfarbige Schichten und in diesen Schichten geht ihr weiter durch diese Schichten hindurch, bis ihr die Unendlichkeit seht mit dieser Kristallkugel. Und dort sammeln wir diese ganze vatergöttliche Energie auf, diese Fülle, diese Unendlichkeit. Und diese absolute Perfektion und Fehlerfreiheit. Und nun nehmen wir diese Kristallkugel wieder nach unten, nach unten. Kommen durch die Wolken hindurch, durch unser Gebäude hindurch, wieder über unserem Kopf an. Und da ist diese Kristallkugel platziert und die Energie, die wir dort gesammelt haben, fließt jetzt in unseren Kopf hinein, unseren Hinterkopf hinunter, vorne durch unseren Hals bis in den Brustraum, verteilt sich über die Schultern bis in die Arme und in die Fingerspitzen. Und diese Energie geht weiter der Wirbelsäule entlang und gleichzeitig unseren Brustkorb nach unten, füllt den Brustraum aus, den Bauchraum, den Unterbauch und trifft wieder die Energie, die die Wirbelsäule entlang gelaufen ist. Und ihr spürt ganz genau, wie euer Becken ausgefüllt wird und der ganze Schoß mit allen weiblichen Organen. Alles ist ausgefüllt mit dieser göttlichen Energie. Es geht weiter hinunter, die Beine und
weiter hinunter die Knie, die Unterschenkel, Schienbein, Waden, Fußgelenke, Füße und Fußspitzen. Und jetzt drehen wir diese Energie nochmal auf, so dass wirklich jede Zelle diese göttlichen Informationen annehmen kann. Jede Zelle, jedes einzelne Atom, jedes kleinste, winzigste Teilchen und alles, was drumherum ist, ist nun in göttlicher Energie gebadet und mit göttlicher, absoluter Perfektion umgeben. Und wo göttliche Perfektion herrscht, kann es keine Krankheit geben. Wo göttliche Liebe und Harmonie herrscht, kann es keinen Mangel geben. Und wo göttliche Perfektion herrscht und göttliche Sicherheit, kann es keine Angst geben. Und so spürt ihr, wie ihr sicher seid und verankert, geführt und getragen. Und nun gebe ich weitere Energien oben in diese kristallene Kugel hinein. Und zwar die Information an alle Körperzellen, dass sie sich jetzt an göttliche Perfektion ausrichten. Jedes Organ, jeder Knochen, jeder Muskel, jede Sehne muss jetzt absolut perfekt und in der göttlichen Ordnung schwingen. Das Blut transportiert alle göttlichen perfekten Informationen an alle Stellen unseres Körpers. Die Augen optimieren sich und sehen nur noch die göttliche Wahrheit. Und so wird die Aura neu und leuchtend. Alle Erinnerungen aus der Vergangenheit, alle Erinnerungen an vergangene Situationen, Ereignisse und Personen, die nicht göttlich waren, die nicht aus der göttlichen Ordnung entsprungen sind, werden jetzt abgelöst. Und somit gehen alle Informationen und Erinnerungen an Schmerz und Einschränkung jetzt aus deinem System. Alles wird jetzt gelöst und losgelassen und ersetzt durch die göttliche Idee deines wunderbaren Seins. Du gehst vollkommen auf als göttlich perfektes Wesen, ohne Einschränkung, ohne Krankheit und ohne Behinderung. Alles ist jetzt in der göttlichen Ordnung. Und diese Energie der Wahrheit über dein Sein wird jetzt nochmal komplett in dir aufgehen. Ich drehe sie auf. Sie ist stark und sie läuft nochmal von oben in einem riesengroßen Strahl. Breitet sie sich aus der Mitte deines Körpers aus. Über deinen ganzen Kopf, über deinen Hals, über deine Schultern, deine Schulterblätter, in deine Arme und deine Fingerspitzen. Dein ganzer Brustkorb ist ausgefüllt. Dein Herz spürt diese Wahrheit. Du spürst diese Freude und die Wahrheit. Und es geht weiter an deinen Flanken entlang, in deinen Solarplexus, deinen Bauchraum, den Nabel, deinen unteren Bauch,
Du spürst es, wie alles ausgefüllt wird, deine Wirbelsäule entlang. Jeder einzelne Wirbel ist jetzt mit perfekter Information versorgt. Dein Becken, deine Hüften, deine Oberschenkel, deine Knie, deine Unterschenkel, deine Knöchel, deine Füße und deine Zehenspitzen. Jetzt drehen wir auf, Vollgas. Keine verlogene, falsche Information, die der göttlichen Idee widerspricht, hat jetzt noch Platz. Alles wird abgelöst, alles wird befreit. Alles ist gereinigt. Es gibt keine Erinnerung mehr an die Vergangenheit, an vergangene Schmerzen, Dramen und Verletzungen. Alles muss jetzt gehen. Es ist nur noch Fülle da. Deine Gedanken sind in Fülle. Sie sehen nur noch die Fülle und die Perfektion. Deine Gedanken und deine Gefühle sind neu an Gott, an der göttlichen Idee ausgerichtet. Und alles, was dem entgegensteht, muss jetzt gehen. In deiner DNA ist jetzt die Blanko-Erlaubnis für die Verwirklichung aller Wünsche, Ziele, Träume und Pläne von dir aktiviert. Und alles, was dem noch entgegensteht, ist jetzt gegangen. Und nun stehst du hier in deiner göttlichen Wahrheit und Klarheit, aufgefüllt von reiner, purer Liebe. Aufgefüllt von absoluter Harmonie. Und alles, was an schmerzlichen Erinnerungen noch da ist, geht jetzt. Alles, was an einschränkenden Erinnerungen noch da ist, geht jetzt. Und so bleibt nur noch Platz für helle Freude, Fülle, Reichtum, Bedingungslosigkeit. Und alles ist jetzt da. Und es fließt und es ist da. Und das ist der Moment, wo die Wahrheit dominiert. Die Wahrheit über dein Sein, die Wahrheit über deinen Körper und die Wahrheit über deinen absoluten, unendlichen Füllezustand. Und jetzt lassen wir das nochmal richtig schön durchfließen. Und du sagst: Das bin ich. Ich bin das, das ich bin. Das laut oder leise vor dich hin. Und verankere dein göttliches Sein in deinem menschlichen Körper. So sei es, so sei es, so sei es. Danke. Danke, danke.